Keine Ahnung, wer jetzt hier auf Kanal 3 rumerzählt. Ich bin auf Kanal 3, Gruppe 13. Also, passt schon. So, los geht's für uns hier. Eingang altes Fahrerlager. Wir fahren ganz nah ran an die Leitplanke. Lassen uns da austreiben. Beschleunigen durch. Am Ende der Leitplanke nach dem alten Fahrerlager holen wir aus, nehmen die weiße Linie bitte Fahrzeug, drehen das Auto ein, späten Scheitel und dann hart raus zu beschleunigen. Lass uns raustreiben, gehen Mitte Straße zurück, raus Richtung 2-Kilometer-Schild, in der Bodenwelle wird eingelenkt, nehmen viel Schwung mit rein, hier ist viel Grip auf den neuen Asphalt, im Ausgang links halten, fahren der Linie mit. Am Ende des Curbs lassen wir es raustreiben, auf der Bremse drehen wir ein Richtung Hattenbach. Hier ist auch viel Grip, ein Lenkwinkel, kommen wir raus und automatisch zurück. Hier viel Schwung mitnehmen. Hier in Hattenbach, über die Welle geht es in die Linkskurve hinein. Wir zielen aufs 3-Kilometer-Schild. Beim Punkt wird eingelenkt, wir bleiben unten vom Curb. Auf der Kuppe, wo die Asphaltnarbe ist, wird eingelenkt in die Links. Einfahrt Quittelbacher Höhe. Links an der Linie entlang. Es geht zügig über die Welle. Links, wo der Weg ist, wird eingelenkt. Wir gehen ganz ran an den Curb, lassen uns raustreiben und wieder zurück Richtung Flugplatz. Links an der Linie entlang, in der Kompression gerade auf die Sprungkuppe zuhalten, Lenkrad festhalten, nach der Kuppe beim 5-Kilometer-Schild wird dann eingelenkt ins Schwedenkreuz, wir halten uns im linken Drittel der Straße, Mittelstraße auf die Bremse, gehen wieder zurück, bei der orangen Markierung wird dann eingedreht, Spätenscheide bei 91, beim Schild, was da rechts ist, und da wird raus beschleunigt. Anfahrt Fuchsröhre, Curb zu Curb, möglichst gerade durchfahren, über die Bodenwellen versetzt das Auto, hier rechts beim Fangzaun sind wir an der Linie, ab da geht es gerade Mitte, am Ausgang, am Ende vom Curb wird eingelenkt, Anfahrt Adenauer Forst, Curb zu Curb, wir halten hier uns gerade hin. Und dann hier wieder so eine Stelle, viel Schwung mit rausnehmen, hart raus beschleunigen dann. Anfahrt Metzgesfeld, wir fahren Linie zu Linie, bei dem Baum, der links ist, fahren wir innen. Gerade raustreiben lassen in Richtung 103er Schild, Metzgesfeld 1 ist viel Grip, kann man viel Schwung mitnehmen. Metzgesfeld 2 setzt einen relativ späten Scheidepunkt und geht dann sauber raus. Kallenhardt, späten Scheide, wir sind erst beim zweiten Knick ganz innen, um da wieder sauber raus zu beschleunigen. Spiegelkurve rechts, wo die Wiese ausgefahren ist. Am Ende des Ausgefahrenen wird eingelenkt und dann Curb zu Curb. Links am Ende der Randsteine wird dann eingelenkt. Ersten Curb sind wir weg, zweiten Curb sind wir innen, dritten Curb sind wir wieder einen Meter weg. Also Curb weglassen am Curb, Curb weglassen bei der Dreifachricht. Bärsäufen, die langsamste Stelle. Mittelstraße drehen wir dann hart ein an den Curb, dass wir hier die rechts Vollgas raus beschleunigen können und viel Schwung mitnehmen können Richtung Breitscheid. Über die Welle, unter Kompression auf die Bremse. Drehen das Auto ein, ein Lenkwinkel, kommen wir raus und automatisch zurück. Links am Ende vom Curb wird eingelenkt Richtung Wechsmühle raus.
Achter Bremse gerade am Fangzaun links, sind wir außen, fahren den Curb außen mit, am Ende vom Curb geht's rein und dann wieder viel Schwung mitnehmen. Im Ausgang eine weite Linie fahren, das Auto laufen lassen und nicht zu sehr drängen. Perfekt, die anderen überholen alle. Markus, dann in der Wolf wieder einscheren.